Hey, wo ist denn. Wo ist denn hier bloß der Ausgang? Oh, hallo liebe Leute. Ups. Ratet mal, was das hier für ein Stück Stoff ist. Es ist ein Fallschirm. Das heißt, an so einem Stück Stoff stürzen sich Leute aus einem Flugzeug aus mehreren Kilometern Höhe. Und sowas soll ich heute auch machen. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue, aber ich werde heute viel über diesen ganz besonderen Stoff rausfinden und noch über viele andere Stoffe, denn darum geht es heute in der Sendung, um Stoffe. Ja, und ob ich wirklich springe, das gucken wir dann mal. Stoffe gibt es richtig viele, aber alle entstehen gleich. Aus einem bestimmten Material werden Fäden hergestellt. Maschinen verstricken oder verweben die Fäden dann zu Stoff. Den können wir dann zum Beispiel für Kleidung oder für Bettwäsche verwenden. Oder aber auch, um mit einem riesigen Segel über Ozeane zu schippern. Oder für ein Zelt, wenn wir Lust auf ein Abenteuer haben. Vor vielen Tausenden von Jahren trugen die Menschen als Kleidung vor allem Blätter, Tierhäute oder Felle. Vor etwa 5000 Jahren begannen sie dann aus natürlichen Fasern wie Tierhaar oder Pflanzen Stoffe herzustellen. Die nutzten sie vor allem, um sich vor Kälte oder der Sonne zu schützen. Aber auch um zu zeigen, wer der Chef oder wer besonders reich war. Denn die Kaiserinnen und Könige kleideten sich in kostbare Stoffe, wie Samt und Seide. Bauern und einfache Leute benutzten dagegen Wolle und Leinen. Ich check heute, wie aus so einem Wollhaufen einer der ältesten und wichtigsten Stoffe entsteht, der Wollstoff. Außerdem zeigt mir Modedesignerin Sophia, woraus unsere Kleidung heutzutage hauptsächlich besteht. Und wir nähen mir ein cooles Outfit. Ja, und zum Schluss finde ich raus, aus welchem Stoff Fallschirme hergestellt werden. Und ob ich mich dann wirklich traue, damit zu springen, mal gucken. Ein bisschen Zeit zum Überlegen habe ich ja noch. Hier kommt der Stoffe-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Heute natürlich auf Stoff. Wie entsteht aus Schafwolle Stoff? Was ist Polyester? Und warum ist ein Fallschirm reißfest? Das check ich für euch. Los geht's im Allgäu auf einem Bauernhof. Da treffe ich Patrick und seine flauschigen Kameraden hier. Aus deren Fell wird nämlich Stoff für Kleidung oder Decken hergestellt. Da ist er doch. Und wie das genau funktioniert, das kläre ich in meiner ersten Checkerfrage. Wie entsteht aus Schafwolle Stoff? Tag. Tag. Das ist aber kein Schaf. Ziege. Das ist eine Ziege. Das sind Schafe. Das sind Schafe, genau. Toll, wie viele sind denn das? Hier so zusammen würde ich sagen 400. Wow. Und ich meine, ich weiß schon, Schafe geben Wolle, ne? Das Fell ist irgendwie Wolle und daraus kann man dann Stoff machen. Aber wie das genau funktioniert, habe ich noch nie kapiert. So richtig. Okay. Also die Schafe werden geschoren. Das heißt, das geht wie für uns zum Friseur, gehen die zum Scheren. Und die müssen dafür auch nicht sterben, sondern es ist tatsächlich wie beim Friseur, werden die Haare geschnitten. Also sie werden frisiert? Genau, sie werden frisiert. Ist das echt so? Ja. Das heißt aber wirklich, man nimmt einfach die Wolle runter, und aber dann ist so ein Schaf ja nackt. Ist dem dann nicht kalt? Nee, also es wächst recht schnell wieder nach, die Wolle. Und wir machen das mit dem Scheren immer kurz bevor die in den Stall gehen. Aber das wächst dann ganz schnell nach und dann frieren die auch nicht mehr. Und guck mal, hier ist auch schon eins, was ganz nahe gekommen ist. Wer ist das? Das ist Fuchsi. Fuchsi. Aber wirklich, das Fell ist ganz weich, ist toll. Ja. Fuchsi, geht's dir gut? Du wirst heute nicht frisiert. Aber wir haben ein besonderes Schaf schon mal vorbereitet. Warum denn eigentlich ein besonderes Schaf? Wen treffen wir da gleich? Also es ist ein Schaf mit einem ganz besonderen Namen vor allen Dingen. Ja? Ja. Also jetzt bin ich neugierig. Ah, das muss es sein. Zusammen mit Schäferin Irina. Hallo. Hallo. Okay, das ist die Irina, Checker Tobi. Hallo. Und Checker Tobi, hier ist der Checker Tobi. Das Schaf heißt Checker Tobi. Das Schaf heißt Checker Tobi. Du heißt Checker Tobi? Ja. Das ist im Ernst jetzt? Im Ernst. Freut mich sehr, deine Bekanntschaft zu machen, Checker Tobi. Das ist ja mega lustig. Wieso habt ihr denn das Schaf so genannt? Das ist so ein neugieriger Typ, haben wir gedacht, da passt der Name gut. Checker Tobi. Das finde ich richtig gut. Und dich scheren wir gleich, oder wie? Genau. Das machen wir zusammen. Mhm. Ihr schert den jetzt und ich habe was vor. Du kommst nachher zu mir. Mhm. Sehen wir uns dann. Ne? Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao, ihr Lieben. Du hast Checker Tobi noch nicht Tschüss gesagt. Ja. Ciao, Checker Tobi. Ist das schwierig, so ein Schaf zu scheren? Das erste Schaf ist ziemlich schwierig.
drum darfst du auch nicht das Ganze scheren, weil so ein Schaf doch ziemlich viele Falten und Ecken und Kanten hat, wo man es verletzen kann. Mhm. Aber den Rücken, den darfst du scheren. Als erstes setzen wir das Schaf auf eine Art Frisierstuhl. Das verhindert, dass es sich oder uns durch ruckartige Bewegungen verletzt. Wie uns das Haare schneiden, tut's dem Schaf überhaupt nicht weh. Mit einem Spezialrasierer geht's dem Checker an die Wolle. Und klappt schon richtig gut. Ja, genau. Genau richtig. Sehr gut. So, der Rücken sieht doch schon mal top aus. Und jetzt übernimmt Irina wieder. Du machst das total super, Tobi. Oder? So, Kurzhaarfrisur, mein Lieber. Da hast du noch ein bisschen Wolle. Krass, wie wahnsinnig viel da abgegangen ist. Richtig viel. Ja. Möchtest du was davon mitnehmen? Ich glaube, ich möchte alles davon mitnehmen. Okay. Perfekt. Und während ich mich jetzt auf den Weg zu Patrick mache, gibt's für euch erstmal die Mitmachfrage. Was ist Baumwolle? A. Eine Pflanze. B. Die Winterwolle von einem Schaf. Oder C. Eine spezielle Baumrinde. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Patrick, guck mal. Tobi. Sehr viel Wolle von Checker Tobi habe ich mitgebracht. Okay. Und ich habe mir das jetzt gerade mal so ein bisschen genauer angeguckt. Die ist weich und so, aber jetzt ja auch nicht so super, super weich, wie zum Beispiel Kaninchenfell oder so. Ja, also beim Kaninchenfell, weiß nicht, ist ja eine glatte Faser, so wie unser Haar. Ja. Und bei der Wolle, wenn du siehst, das ist alles schon gekräuselt. Das bildet schon so eine Art Netz quasi. Ja, genau. Das fließt dann so. Mhm. Ne? So, und das kann man dann auch schön ziehen und dann eigentlich auch schon quasi wie so einen Faden machen. Ja, verstehe. Und das würde ja mit Kaninchenhaar gar nicht gehen. Okay. Bevor aus Wolle Fäden entstehen, wird die fettige und verschmutzte Wolle gewaschen und sieht dann so aus. Anschließend wird sie gekämmt, um auch die letzten Verfilzungen loszuwerden. Man sagt dazu auch kardieren. Ja. Meine erste Wollwurst. So ist es. Zack. Mit meinen Wollwürsten geht's in die Spinnerei nebenan. Hier zeigt mir Christine an einem Spinnrad, wie aus meiner Wolle ein stabiler Faden entsteht. Ah, aber jetzt verstehe ich. Das wird ja hier schon... Da wird gedreht. Gedreht. Genau. Und du gibst so viel rein, wie dick dein Faden werden soll. Also das Schwierige, finde ich gerade, ist, dass man hier gleichmäßig was rausgibt und da unten tritt in einem richtigen, immer gleichmäßigen Tempo. Aber das heißt, hier wird jetzt quasi einfach aus der Naturfaser, aus der tierischen Faser, wird ein Faden gemacht, oder? Genau. Mit dem könnte man dann schon wirklich nähen, stricken, was auch immer machen. Genau. Uiuiui. Und jetzt reißt es mir auch gleich ab. Das ist kein guter Faden. Da kann man nichts mit stricken. Zum Glück hat Christine einen fertigen Faden schon vorbereitet. Denn jetzt geht's ans sogenannte Weben. Ich frage sie gleich mal, wie das funktioniert. Das ist ja toll. Okay, warte mal ganz kurz. Was genau machst du da eigentlich gerade? Ich mache aus Fäden einen Stoff. Hier wird aus einem Faden Stoff? Mhm, genau. An diesem Webegerät? An dem Webstuhl. Webstuhl, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Und wie geht das? Ich habe hier den Webstuhl und da sind Kettfäden gespannt in die Richtung, die roten. Mhm. Und in die schieße ich meinen Schuss ein. Und der heißt deshalb Schuss, weil ich ihn schieße. Okay, noch mal langsam. Die roten Fäden sind die Kettfäden. Und der Faden, der hier durchgeschossen wird, ist der Schussfaden. Der wird mit dem Kettfaden verkreuzt und wird dann nach unten geschoben. Und das hier unten ist dann der gewebte Stoff. Das Weben ist übrigens eines der ältesten Handwerke der Menschheitsgeschichte. Über Jahrtausende haben Menschen mit Hilfe von Webstühlen Stoff hergestellt. Wirklich beeindruckend. Die saubere und gebürstete Wolle wird zuerst zu einem Faden gesponnen und dann zu Stoff gewoben oder gestrickt. Gecheckt. Vor ungefähr 100 Jahren gab es dann eine richtige Stoffrevolution. Und zwar mit Beginn der sogenannten Industrialisierung. Vor allem in Ländern wie Frankreich und Großbritannien entstanden immer mehr Fabriken und vor allem auch Maschinen, die das Spinnen und Weben und Stricken übernommen haben.
die also die Arbeit übernommen haben, die vorher unzählige Menschen gemacht haben. Und das heißt auch, dass damit die Stoffherstellung immer schneller wurde und Sachen wie Teppiche und Vorhänge und Bettdecken und natürlich auch Kleidung immer, immer günstiger. So, und jetzt will ich mal rausfinden, was diese vielen verschiedenen Stoffe eigentlich genau voneinander unterscheidet. Und dafür bin ich jetzt auf dem Weg in ein Schneideratelier in München. Hier treffe ich Modedesignerin Sophia. Sie weiß nicht nur viel über Stoffe, sondern näht mit mir später auch ein cooles Outfit für meinen Fallschirmsprung. Also, falls ich mich das traue. Hallo Sophia. Hi. Das ist ja toll, du hast ja hier schon ganz viele verschiedene Klamotten hingehängt. Genau, kannst du gerne mal durchschauen. Das fühlt sich jetzt ja alles unterschiedlich an, ne? Ja. Das heißt, es sind ja alles verschiedene Stoffe. Genau. Wolle habe ich ja vorhin schon hergestellt. Das weiß ich, ist eine tierische Faser. Ja. Und dann gibt es andere Stoffe, die dann logischerweise aus anderen Ausgangsmaterialien ja. sind. Dann gibt es noch die pflanzlichen Ursprung, wie mhm. zum Beispiel Baumwolle. Mhm. Und die Kunstfaser, was chemischen Ursprungs ist, wie zum Beispiel diese Jacke hier. Okay. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir einfach mal uns hier so durch die Klamotten durchprobieren, einfach mal Sachen anziehen? Dann spüren wir die unterschiedlichen Stoffe auch gleich und ich habe außerdem ein bisschen Lust auf Modenschau. Wahnsinnig gerne. Cool. Na dann kommen hier mal ein paar richtig coole Outfits. Oh wow. Nicht schlecht, ne? Ja. Nächstes? Damit würde ich in der Luft bestimmt auch eine gute Figur abgeben, aber ich glaube, wir bleiben erstmal, wie wir sind. Was ist denn eigentlich so der beliebteste Stoff, kann man das sagen? Ich glaube, der Stoff, der am häufigsten vorkommt, ist Baumwolle. Der mhm. kommt bis zu ein Drittel in allen Textilien vor auf der Welt. Genau, ich habe hier auch eine Baumwollpflanze da. Das ist der Ursprung der Baumwolle. Ah. Und die wird eben aus diesen kleinen Härchen hergestellt, mhm. zu einem Garn gesponnen wird. Dafür werden die davor nach Länge sortiert und mhm. nur die langen werden für die Textilbranche verwendet, wie Bettlaken, Bekleidung. Vor allem T-Shirts, Jeans und Pullover sind häufig aus Baumwolle. Das Besondere? Baumwolle ist meistens dünn und elastisch, dabei aber enorm reißfest. Bin mal gespannt, mit was es weitergeht. Was glaubst du denn, ein kleines Rätsel für dich, was das für ein Stoff ist? Es fühlt sich ganz, ganz glatt an, ganz, ganz toll, auch ein bisschen kühl. Deshalb schätze ich, das ist tatsächlich Seide. Leider falsch. Ach. Das ist eine synthetische Faser und ist Polyester. Stopp mal, das war auch eine Checkerfrage. Was ist Polyester? Polyester wird aus Plastikgranulat hergestellt. Mhm. Und daraus werden dann die Fäden gesponnen. Okay, warte mal. Ist also keine pflanzliche Faser, wie zum Beispiel die Baumwolle. Es ist keine tierische Faser, wie zum Beispiel eben Seide oder auch Wolle von den Schafen. Sondern synthetische Faser, also künstlich hergestellte Faser aus Plastikgranulat. Und Plastikgranulat, das sind doch diese Kügelchen, aus denen man alles aus Kunststoff herstellen kann. Auch zum Beispiel Getränkeflaschen. Gib mal bitte. Das heißt also, das Ausgangsmaterial von dieser Flasche ist tatsächlich das gleiche wie bei dem Stoff hier bei Polyester. Ganz genau. Ist ja abgefahren. Und wir wissen aber ja alle, dass zu viel Plastik nicht gut ist für die Umwelt. Solche Flaschen sind ja nicht gut. Trifft das dann auch auf diese synthetischen Stoffe zu? Leider sehr extrem. Also wenn man Polyester wäscht, gehen bei jedem Waschgang Fasern mit Mikroplastik ins Abwasser. Mhm. Und dieses Mikroplastik kann eben nicht gefiltert werden. Und dadurch gelangt eben dieses Mikroplastik in die Meere und unsere Umwelt. Mhm. Außerdem braucht ein Teil, das aus Polyester gemacht wird, ungefähr 500 Jahre, bis es sich zersetzt, während ein Baumwoll-T-Shirt zum Beispiel nur ungefähr 5 Monate braucht. Krass. Wow, das ist aber echt ein Unterschied. Polyester ist ein Stoff aus künstlich hergestellten Fasern. Im Vergleich zur Baumwolle baut er sich nur super langsam ab. Gecheckt. So, liebe Leute, wir kümmern uns jetzt um mein Superfly-Fallschirm-Outfit. Was ist das? Das habe ich gefunden für dich. Ich dachte, das eignet sich super für deinen Sprung. Und vielleicht können wir den noch ein bisschen schöner machen. Los geht's. Perfekt. Während Sophia näht, suche ich die Stoffe aus. Auf jeden Fall muss ein CT drauf. Und wisst ihr was? Ich werde immer nervöser. Langsam wird's ernst. Fertig? Fertig. Cool. Ah, krass. Achtung, guck mal. Mega gut. Das ist ja schon ein super Anfang. Ich würde sagen, wir verschönern den jetzt noch weiter mit ganz vielen anderen Stoffen. Und euch zeigen wir das Ergebnis aber erst, wenn es soweit ist, also wenn der Sprung naht. Was hältst du davon? Finde ich super. Sehr gut. Dann machen wir das jetzt so. Cool. Ich schneide Stoffe, du nähst. Perfekt.
Mittlerweile kaufen wir Menschen richtig viele Stoffe. Vor allem Kleidung, die oft super billig ist. Und das treibt die Stoffproduktion massiv nach oben. Jedes Jahr werden weltweit mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt. Und das hat schwere Folgen, zum Beispiel für die Umwelt. Bei der Herstellung von ganz vielen Stoffen wird richtig viel CO2 in die Luft freigesetzt, also Kohlenstoffdioxid. Und das ist ein Gas, das super schädlich ist für die Umwelt und für das Klima. Und bei vielen Stoffen wird für die Produktion richtig viel Wasser benötigt, zum Beispiel bei Baumwolle. Und dieses Wasser ist dann oft verunreinigt mit Dünger und Pestiziden, sickert in den Boden und belastet so das Grundwasser. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Viele Modehäuser lassen ihre Kleidung in sogenannten Billiglohnländern produzieren, also zum Beispiel in Bangladesch oder China oder auch in der Türkei. Dort sind die Arbeitsbedingungen oft so schlecht, dass die Menschen darunter leiden. Sie haben dann lange Arbeitstage, kaum Pausen und verdienen oft so wenig, dass sie kaum davon leben können. Und manchmal müssen sogar Kinder arbeiten und können deshalb nicht zur Schule gehen. Es ist deshalb super wichtig, dass wir bei allem, was mit Stoff zu tun hat, genau darauf achten, dass wir es lange tragen oder verwenden. Und manchmal ist es ja auch ganz cool, zum Beispiel was Schönes Gebrauchtes zu kaufen. Denn mit jedem Kauf entscheiden wir mit, wie es unserer Umwelt und auch Menschen in anderen Ländern geht. Okay Leute, es ist soweit. Ich bin jetzt in St. Louis und soll mich genau das hier trauen. Oh Mann, oh Mann. Aber natürlich nicht alleine, sondern mit Fallschirmspringer Stefan. Ja, du bist Stefan. Hi. Hi, grüß dich. Ach, Tobi. Ich muss sagen, ich habe mir dich ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, du trägst so ein Overall wie so ein Fallschirmspringer halt und einen Helm und so. Ja, ist ja noch früher Morgen, also sowas habe ich da noch nicht an. Ich bereite mich nur so ein bisschen vor, also noch gar keinen Stress. Okay. Wie geht's dir? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin wahnsinnig nervös. Gut, da bist du nicht der Einzige. Aber vielleicht, wenn wir uns das Material mal ein bisschen genauer anschauen, den Stoff und alles, was von Technik verbaut ist, glaube ich, können wir dir so ein bisschen die Angst nehmen. Das ist doch cool. Und dann kann ich mir das immer noch überlegen. Alles dann laufe ich hinter dir her. Alles klar. Oh Gott. Und für euch gibt's die letzte Checker-Frage. Warum ist ein Fallschirm reißfest? Cool. Ist das ein echter Fallschirm? Genau, das ist ein richtiger Fallschirm. Cool. Wenn ich mir den Stoff so angucke, dann ist es ganz, ganz glatt, irgendwie auch weich, ja. Sehr, sehr dünn, wirkt aber trotzdem stabil. Was ist das jetzt? Das nennt sich Ripstop. Mhm. Was bedeutet das? Reißstopp. Das ist, heißt 50 senkrecht und 50 waagrechte Fäden. Ja. Werden zusammengewebt und dann werden 4 stärkere Fäden eingewebt. Mhm. Senkrecht wie waagrecht. Mhm. Und das ergibt diese kleinen Vierecke? Genau, das ergibt diese kleinen Quadrate. Und was hat jetzt dieser Ripstop-Stoff für Eigenschaften? Also was muss der denn können, damit er ein guter Fallschirmstoff ist? Diese Quadrate halten den stabiler, mhm, wenn er reißt. Wenn er irgendwo beschädigt wird, dann stoppt es das vom Weiterreißen. Mhm. Wenn du das jetzt hier auch mal in die Hand nehmen würdest und einfach mal ziehen würdest, du kannst es nicht zerreißen. Das stimmt! Ja, krass, das ist wirklich sehr, 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 sehr stabil. Warum muss denn dieser Fallschirmstoff so reißfest sein? Naja, der muss bis zu 2 Personen einfach aus 200 Stundenkilometer Freifall, also super schnell, abbremsen. Warte mal, also 200 km/h, das ist so schnell, wie wenn ein Auto auf einer Autobahn richtig, richtig schnell fährt. Das sind die, die links an einem vorbeibrettern, die fahren 200 km/h. Genau. Und diese Kraft muss quasi der Fallschirm bremsen, abfangen, wenn er aufgeht. Genau. Okay, dann leuchtet mir ein, dass er wirklich nicht reißen darf, dieser Stoff, und was aushalten muss. Wie reißfest der Stoff ist, teste ich lieber nochmal selbst. Ich meine, sicher ist sicher. 2. Krass! Da, guck mal, meine Beine, das hält mich richtig. Das sogenannte Ripstop-Gewebe sorgt durch seine besondere Webtechnik für maximale Reißfestigkeit. Gecheckt. Bevor es gleich in die Luft geht, üben wir am Boden. Und zwar, wie ich richtig falle und lande. Beim Landen heißt es Beine anwinkeln, damit ich später schön auf dem Po aufkomme. Und beim Fallen muss ich meinen Körper wie eine Banane nach hinten beugen. Das hält mich während des Falls stabil und fest. Hier hinter mir wäre jetzt schon die Flugzeugkante. Das heißt, du hängst schon komplett raus. Oh, wow, cool. Den Kopf nach hinten. Und dann geht's 3, 2, 1. Und du bist im Freifall. Ich falle. Unser Fallschirm steckt jetzt übrigens in diesem kleinen Rucksack. Bevor Stefan den aber anzieht,
zeige ich euch endlich mein Checker-Fly-Outfit. Achtung! Tada! Nicht schlecht, oder? Es kommt noch eine Mütze dazu und eine Brille. Und los geht's. Oh Gott. Tschüss! Bis später! Leute, ohne Mist, ich war selten so aufgeregt. Oh Mann, wir heben ab. Jetzt gibt's wirklich kein Zurück mehr. Oh Gott! Aber wenn ich so aus dem Fenster gucke, es ist schon einfach krass hoch. 4000 Meter. Das ist unsere Absprunghöhe. Jetzt heißt's fertig machen. Stefan checkt nochmal die Gurte. Alles sitzt bombenfest. Und jetzt ist es soweit. Die ersten springen und wir sind direkt danach dran. Wow, 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 wow. Jetzt wird's ernst. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie toll sich das anfühlt. Wie fliegen! Zack! Jetzt geht der Fallschirm auf. Oh mein Gott, so gut! Wow! Ach, liebe Leute, das war fantastisch. Ey, Stefan, du bist ja der allerbeste Mensch. Vielen Dank. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Oh Gott. Machst du es nochmal? Ja, das mache ich auf jeden Fall nochmal. Also hast du Vertrauen gewonnen in unser Zeug? Ich habe Vertrauen in dich, ich habe Vertrauen in dieses Stück Stoff. Überhaupt habe ich Vertrauen in Stoff. Und ich liebe Fallschirmspringen. Aber kurz Pause und für euch gibt es so lang die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was ist Baumwolle? A, eine Pflanze. B, die Winterwolle von einem Schaf oder C, eine spezielle Baumrinde. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Genau, ich habe hier auch eine Baumwollpflanze da. Das ist der Ursprung der Baumwolle. Also, richtig ist Antwort A. Also, das war wirklich verrückt. Das war wirklich verrückt. Ich glaube, sowas Verrücktes habe ich noch nie gemacht und auch noch nie erlebt. Echt jetzt. Aber auch ziemlich cool. Tobi, was soll denn das? Was sitzt du hier auf dem Boden rum? Wir sind jetzt noch mal im Flugzeug. Komm, auf! Direkt nochmal springen! Ja, natürlich! Also gut, das war's vom Stoffecheck. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal und wir springen nochmal. Ja. Du kannst doch nicht direkt nochmal springen! Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, ey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt. Der auch manchmal flint und der tausend Leute kennt.